Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den Landwirtschaftssimulator 2017 auf der LPG Schwarzen Pumpe zusammen mit dem McManus und Tom, das Landei der Modder dieser Map. Hallo. Guten Tag. So, der Plan für heute war, erstmal die Zeit etwas schneller vorlaufen zu lassen, weil sonst spielen wir, glaube ich, hier noch ziemlich lange im Dunkeln. Kleine Anmerkung, dann müssten wir mit den Fahrzeugen stehen bleiben, sonst haben die wieder so einen horrenden Spritverbrauch. Okay. Dann nee. Was passiert, wenn wir mal schnell vorspulen? Ja, dann müssen wir mal das zwischen den Folgen machen. Ja, machen wir. Dann zur nächsten Folge quasi. Ich miete jetzt einmal den Tiertransporter, ne? Weil wir haben gesagt, wir wollen Tiere kaufen. Ja, wäre zum Beispiel mal eine Maßnahme. Ups. So, dazu bräuchten wir aber aktuell noch einen Dolly. Oder du nimmst den Ural mal dazu. Den Ural? Den haben wir ja nicht. Müsste ich auch nehmen. Du nimmst den L60. Das ist ein Auflieger, der Tiertransporter. Genau, den L60 kann ich nehmen, ja. Was ist los? Komm mal hier in den Drescher bitte mal rein. Was ist denn los? Ja, der, weiß ich nicht. Genau zu sein. Irgendwie funktioniert das Schneidwerk nicht mehr. Ist defekt oder so. Kann sein, ja. Nee, schon, komm mal bitte wirklich rein eben. Vielleicht kann Tom mal gucken, weil ich würde mal. Ja, Tom. Irgendeiner. In welchem? Oh, Botte. Der Maisfeld, der Drescher. Sag mal, hat er eine Sattelplatte unten drunter, wenn ja, du das abkommst? Ja, ganz einfach, weil es noch grün ist. Das ist noch eine Reihe. Ja. Ja. Das wusste ich, ne? Reif ist bloß unten der 8 noch. Dann lass ja stehen den nächsten 2 Wochen, bis es reif ist. Ist ein Plan. So, Manus. Ja, Füsi? Was machst du denn gerade Schönes? Dich anweisen, was du als nächstes machst. Dann hau mal raus. Ja, hier die 2 Schneidwerkswagen fährst du bitte auf dem Hof. Nö. Die hier stehen. Ja. Dann holst du bitte den Gruber und fängst an, das Feld neu zu bestellen. Und ich würde dich bitten, mal nicht in deinem normalen Arbeitstempo das Ganze zu machen, sondern halt mal in einem. Also nicht in deinem Arbeitstempo, sondern in unserem Arbeitstempo. Das ist das Ganze etwas schneller. Schneller? Also circa 4-mal so schnell. Nee, Füsi, was ist los? Ja, nix. Könnte ich nochmal einen kurzen Update zur Map geben? Ja, bitte. Die Map ist noch nicht veröffentlicht. Ich habe jetzt als letztes noch ein Kühlhaus für die Fleisch und Wurst eingebaut, noch ein bisschen Deko-Sachen rangemacht. Für was ist das Kühlhaus? Lager? Ein Kühlhaus, ja, Lager für Fleisch und Wurst. Lager. Okay. Und die Map ist im Moment wieder im Multiplayer-Test. Ist noch nicht veröffentlicht, einfach mal kurz zur Info für alle, die mal Fragen haben wollen. Ah, so. Hast ein Kühlhaus gesetzt? Hör mal, ich muss dich mal was fragen, Tom. Ja. Wenn du von Grund auf eine Map machen würdest, wie lange bräuchte man so dafür? Also wenn man, du jetzt so von null, sag ich mal, wo einfach nur grüne Fläche ist und du müsstest die Map so ein bisschen gestalten, sag ich mal. Wie lange bräuchte man so dafür als Modder? Also eine Flachland-Map. Ja, wo man dann vielleicht noch hier und da was macht. Flachland-Map, die hast du in... Nein, was er meint ist, also, naja, Flachland ist ja dann nur kerzengerade, ohne Berg. Ja, kerzengerade, flach, eine Map mit viereckigen Feldern, die hast du in 2-3 Wochen zusammengebaut. Ja. Okay. Feld, ein rechteckiges oder ein quadratisches Feld,
Das hast du in 5 bis 10 Sekunden erstellt. Bepflanzt und alles fertig. Ganz kurzer Zwischenwurf, wo gibt's die Tiere? Beim Viehhändler, oben beim Sägewerk. Wo steht denn der Viehhändler? Na, warte nochmal, muss erstmal der. Bei der Backwaren hast du doch rechts. Nee, das Backwaren-Symbol ist. Rechts daneben hast du doch eine Kuh, einen Geldschein und das ist der Viehhändler. Ah ja. Nee, wenn du da eine Map erstellst mit ein paar Feldern, die rechteckig quadratisch sind, die wirst du einfach bloß großziehen und ein paar im GI ein paar Zahlen eintragen. Geht ganz schnell alles. Ja, aber dann hast du ja keine Deko, du hast. Also du hast ja eine komplett vernünftige Map. Hier mit ein bisschen Deko, hier eine Wand, da mal ein Häuschen, Straßen, auch vielleicht mal hier, was weiß ich, ein, ja, was halt auch noch mit braucht, ist Schweinestall und das ganze Gedöns. Wenn man das so ein bisschen vernünftig macht, also was heißt ein bisschen. Wenn man es vernünftig machen will, dann brauchst du halt ein Vierteljahr, damit es optisch ein bisschen gut aussieht. Dann sitzt du da aber auch regelmäßig dran, logischerweise, ne? Ja, ja. Was ich meine, ist eben die ganzen Maps, die da hier so auf die Schnelle rausgeschmissen werden, die hast du in ein paar Wochen zusammengezimmert. Ich sag extra zusammengezimmert. Ja. Aber dann aber hat man eben sobald, Schönes, ne? Sobald die Maps noch Relief haben und viele Bäume haben und unförmige Felder haben, dann geht das noch gleich in die Monate. Je mehr Deko noch reinkommt. Wenn eine Map so 300, 400 MB groß ist, dann weiß ich schon, was auf einer Map drauf ist. Aber wenn es nach 700, 800, 900 MB in der Größe reingeht, dann kannst du halt schon mal wissen. Entweder die Mapper hatten Ahnung, haben die Map ordentlich gezippt, haben keine Fehler und sie haben viel Deko in Sachen und viele Funktionen drin. Schon anhand der Größe, wie groß die Map ist. Okay. Als erstes tue ich die immer auf dem Server hochladen, weil dann weißt du, dann zeigst du als erstes sämtliche Fehler an, die der Mapper gemacht hat. Ja. Okay, danke für die Info. Wir haben jetzt die Great Country auch auf 1.7 geupdatet. Da weiß ich nicht drum, wegen der Weberei, ne? Ja, das müsste leicht einzubauen sein, weil das ging bei mir ja auch ganz einfach. Würdest du da mal drauf schauen? Ja, kann man machen. Das wäre ja echt super nice. So was einbauen, ja, solche Sachen. Wenn du es richtig kapiert hast, immer ist das eine Sache von einer halben Stunde und dann läuft das. Das ist ja nice. Noch ein bisschen Deko anpassen, Relief anpassen und so, das geht eigentlich ganz schnell. Die Einträge, es kommt immer darauf an, gut der Modder von dem Mod das gemacht hat. Aber meistens geht es ganz schnell. Im ersten Versuch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass hier dunkel ist wie ein Bärenarsch, habe ich keine Ahnung. Hä? Halbst du dich denn rum? Ja, ach, ja, da hinten durchfahren. Hinten aus. Und dann? Von dir aus gesehen links rum, da müsstest du noch so ein altes Haus mit Torbögen und da musst du rückwärts reinrangieren. Aha. Jetzt lernen wir wieder mal was Neues kennen, aber es ist echt arschdunkel hier, ey. Wann sehe ich, wann ich kaufen kann? Da ist eine Markierung auf dem Boden. In dem Bereich, wir haben ein F1-Menü. Hast du es, Manus? Nee. Jetzt. Gut, wir fangen mit Schafen an, haben wir gesagt? Ja. Haben wir einmal voll. So, jetzt muss ich noch mal ganz kurz schauen, wo waren die Schafe? Wie viel hast du drin? 24. Wo waren die? Ach du Scheiße. Dunkel wie ein Bärenpopo, ey. Sag ich dir, können wir nicht die Zeit ein bisschen vornehmen? Erst wenn die Folge rum ist, leider.
Haben wir Fast Forward drauf? Ich glaube schon, oder? Nee, ich glaube nicht. Nee? So. Sehr gut, sehr gut. Mal Wasser laden und bringst Wasser zu der Schafe hin. Mhm. Wassertank haben wir ja, ne? Ja. Noch 2 Tage arbeiten. Da freust du dich, ja? Boah, ohne Witz. Ich habe so viele Samstage gearbeitet und Spätschicht und alles. Ich brauche frei, Alter. Ich bin so froh, dass ich im August Urlaub habe, ey. Das ist mein erster Urlaub, richtiger Urlaub in ja dann. Ich hätte auch gerne Urlaub. Weil Burnout immer so weitergeht, ey. Was? Ja, ey. Hast du auch Einzelhandel gelernt? Ja. Ja, da weißt du Bescheid, wie doof die Kunden sind manchmal. Naja, gut, das ist was anderes, ja. So, ich bin am Schafstall. Burnout hat, ne? Kommst du mich dann in meine... Schafstall musst du in das Gebäude rein, rückwärts. Ja, bin ich schon. Stallgelände rein. Bin ja, schon. Genau. Kommst du mich dann in eine Kur besuchen? Hm, kommt drauf an, wo du bist. Versuch nah bei dir zu kommen. Okay. Oh fuck, hier siehst du echt gar nichts. Aber so eine schöne Kur, das wäre auch mal was, ey. Also mal 2 Wochen abschalten, müssen wir viel fortproduzieren, aber will wir hinkriegen, glaube ich. Mach doch eine Vater-Kids-Kur, was ist das Problem? Was für Frauen? Kriegen das nicht nur Frauen? Nein, natürlich nicht. Deswegen heißt es ja Vater-Kind-Kur. Also ganz normal gehst du zum Arzt, das ist wie eine Krankschreibung, vor allen Dingen, ne? Okay. Also das ist kein Urlaub, nichts. Das ist quasi, also es ist wie krank geschrieben, 3 Wochen und dann machst du das. Kannst du alle 4 Jahre machen. Also ich kann dir jetzt schon sagen, ich werde es nächstes Jahr machen. Ja? Ja, definitiv, ja. Wenn das Haus fertig ist, dann auf jeden Fall. Brauche ich, weil ich bin dann auch fertig. Du bist jetzt schon fertig, Alter. Also, ich meine das jetzt nicht gedisst oder so. Nee, ich weiß schon, wie du meinst, ja. Habe den Wassertrailer versenkt. Eng im Schlamm fest. Ganz toll, Tom. Ganz toll. Und jetzt? Sollen wir dich wieder aus der Scheiße rausholen oder was? Ha? Warte mal. Alles klar, wir warten mal. Mal ein bisschen von hinten. Oh. Auf alle Fälle so weit, dass es nicht schon verschwunden war. Mein Licht ist ja auch verschwunden, habe ich das Gefühl, ey. Wir haben aber auch von der Alle nur so ein paar Teelichter drin, oder? Kann das sein? Früher gab es ja einen Xenon. Nö, nee, merke ich. Noch die guten alten 6 Volt Born drin hat. Oh, nee. Und Kerzen. Da kannst du auch Kerzen reinmachen, ja. Das war ungefähr das gleiche. What the hell? Gut, mit ein bisschen schieben, ich bin wieder hausen. Ding? Ja. Ich hab mich selber aus dem Schwammloch befreit. Das ist ein Träumchen. Das ist mal ein Träumchen, ey. Ein Träumchen zu zweit. Da wird es krieg. So. Ach ja, letztens war mal wieder mal jemand stumm gemacht, weil er auf der Map keine Bäume pflanzen kann. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, Giants hat eine Grenze von 7000 Bäumen auf der eingebaut. Erst wenn du die Grenze erreicht hast, kannst du wieder Bäume anpflanzen. Und auf der Map sind... Weil du unterschritten hast. Ja, unterschritten hast. Und auf der Map sind, mein letzter Stand, sind so knapp 15.000 Bäume verbaut. Echt? Ja. Wow. So viele Bäume?
Ja, weil ich habe die so durchnummeriert, also so eingebaut, dass ich sie jederzeit nachzählen kann. Ja, ich muss einfach bloß die Nummern zusammenrechnen. Oh. Okay. Also hast du da erst einmal ordentlich zu fällen, bis es Bäume pflanzen wieder geht. Warum will denn der Bäume oder achso, da hat sich einfach nur so aufgeregt oder was? Ja, genau. Zurzeit ist sowieso die Aufregung groß, egal um was es geht. Ohne Witz. Ohne Witz. Also das ist nicht, was mit den Leuten los ist, ob das das Wetter ist, ob die irgendwie alle einen Hitzschlag abkriegen oder so, ich weiß auch nicht. Es gibt mittlerweile einige, die nur stumpf machen. Ja. Ist wirklich so. Also es ist echt. Ist egal, was für eine Mühe du dir gibst, egal wie groß der Aufwand ist, den du betreibst. Es wird prinzipiell das Negative dran gesehen und wird prinzipiell niedergemacht. Ja. Ganz ja auch so, es wird ja auch danach gesucht. Es wird ja förmlich danach gesucht, habe ich manchmal das Gefühl, ja, nach den Fehlern oder sonst irgendetwas. Ja. Manchmal echt auch, echt. Es gab mittlerweile einen zweiten, der mir eine Spende zukommen lassen hatte. Na, guck einer an. Für die Map jetzt, also, nee. Ja, für die Map, ja. Sehr cool. Kann ich mich nur bedanken dafür. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die Jahre, die ich jetzt ja dran bastel. Na klar. Jetzt noch mal Zeit für ein neues Projekt, oder? Nee, also da ist mir meine Freundin jetzt erstmal wischer. Ach, es geht immer nur ums eine, Tom, weißt du das? Naja, oh, nicht klar, ey. Wenn das schon schief gegangen ist. Dann mach ich jetzt besser. Genau. Damit die will ich auch nicht noch abbauen. Oh, Tom. Ach, herrlich. Aber wir sind doch am Ende, unsere lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut bei den anderen zwei Bobos vorbei. Alles in der Videobeschreibung. Und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Ciao.